Ewa, was geht ab, ihr kleinen motherfucking Bitches? Ihr fragt euch jetzt sicher, warum bin ich gerade im Auto so, warum werde ich jetzt gerade diese Engine starten und so alles? Ich sag's euch ganz einfach, das Video heißt irgendwie so, ich hol Designer-Mode von meiner Oma ab. Warum ist das so? Weil meine Oma ist einfach die Fresheste, Digga. Und meine Oma, die macht immer meine Kleidung kleiner, so, wisst ihr? Die macht immer, die passt immer alle Sachen für mich an, so. Die macht meine Hosen, oh. Die macht immer meine Hosen kleiner. Die macht meine, Och man, ey. Die macht immer meine Hosen kleiner, die macht meine T-Shirts kleiner, die macht meine Hemden kleiner. Gefühlt jedes Hemd, was ich trage, hat meine Oma schon mal kleiner gemacht. Das Hemd hier nicht, aber das Yamamoto-Hemd, Leute, was ich gerade trage. Yamamoto Spring Summer 18. Und vielleicht welche aus der Fashion-Zeit können sich noch dran erinnern, wie ich damals immer diese Yamamoto-Scheiße getragen habe und so, bam, bam, bam. Hab viele Sachen verkauft, diese ganzen Skirtpants und alles. Aber ich habe noch das Hemd hier, was ich bis heute trage, weil ich habe das kürzen lassen, aber nicht bei meiner Oma, weil die ist ja leider nicht in Berlin. Ich bin gerade in Münster, Leute. Und meine Oma macht immer Münster für mich, mein ganzes Shit, weißt du? Und jetzt gerade, ich bin ja Münster, deswegen ich nutze aus, dass meine Oma hier ist und dass ich meine Oma habe, Digga. Und ich habe meiner Oma 5 Sachen oder so gebracht. Unter anderem auch so ein weißes Yoji-Hemd, was ich damals immer getragen habe. Was ich aber jetzt bestimmt über ein halbes Jahr nicht mehr getragen habe, weil das einfach über den Scheiß fit hat. Aber ich habe das meiner Oma gegeben, ich habe die vorhin angerufen, ich sag so zu meiner Oma, hi Oma, hast du schon mal hier vielleicht angefangen, die Sachen, die ich dir gegeben habe, bisschen. Sie sagt, ich habe alles fertig. Ich bin ausgeflippt, Digga. Ich meine direkt zu meiner Oma, ja warte Oma, ich komme gleich vorbei. Und jetzt gleich gucke ich mir die ganzen Sachen an und ich weiß jetzt schon, die sind alle sehr fresh geworden. Ich bin sehr gespannt, wie die aussehen werden, die Sachen. Aber ich glaube, die sind sehr krass. Das waren 5 Sachen oder so, ne Oma? Vier. Oh, da hängt doch schon das eine Hemd. Das ist dies. Oh, das Yoji-Hemd, das sieht geil aus, Mann. Das hast du gekürzt unten, ne? Ja, ja. Boah, wie geil. Und dies? Oh, das hier, das hast du enger gemacht, ne? Ja, das Boah, ist von das Opa, ja, Mann. Das ist das. Und das ist auch von Opa. 4 ja. Sachen. Ich würde die mal anprobieren, die Sachen, ja? Boah, ich will sofort dieses Yamamoto-Hemd anprobieren. Das kommt perfekt. Das passt perfekt, Oma. Ja? Ich schwöre, das passt perfekt. Ja, guck mal, wie schön das fittet jetzt. Ja. Ich muss mich mal vor dem großen Spiegel angucken. Ey, das kommt zu clean, Oma. Ich schwöre, das kommt so clean. Wie findest du eigentlich meine neuen Schuhe? Guck mal, die. Das sind ja Winterschuhe. Oder? So Pantoffeln. Ja. Die habe ich von Jona bekommen. Ach so. Die habe ich früher mir gekauft, dann habe ich die Jona gegeben und jetzt, weil ich ja nicht mehr in Berlin bin, habe ich mir die wieder zurückgeholt. Ach so. Aber im Winter anziehen. Ja, aber auch so. Jetzt um diese Zeit. Sagst du? Da sieht das nicht aus. Ich finde es schon ziemlich cool. Nee, so, nein. Na, ist jeder unterschiedlich, ne? Boah, aber dieses Hemd, Oma, das hast du so perfekt hinbekommen. Ich fasse es nicht. Ich habe so nur kürzer gemacht. Da ja. Wusstest du, ich habe mal die Ärmel, als ich in Berlin war, auch mal kürzen lassen. Ja. Und, aber nur die Ärmel. Irgendwie wollte ich da noch nicht unten kürzen lassen. Aber jetzt, wo es so ist... Was hast du für die Ärmel bezahlt? Ich glaube 10 Euro oder so. Was? Ja, bei irgendeiner Schneiderin in Berlin. Auch so eine Dame. Ja. Sehr liebe Frau auch gewesen. Ich habe viele Sachen bei der kürzen lassen. Ja? Ja, ja. Ey, das Hemd gefällt mir so genial, Oma. Das werde ich so oft tragen in Valencia, weil es auch perfekt gegen Sonne ist. Checkst du? Mhm. Was ist das? Was meinst du? So, ah, das Frischhaltefolie wegen meinem Tattoo. Ach so. Ja, ja. Guck mal, ich habe dies hier neu gemacht. Das hier auf meinen Unterarm. Was ist? Das habe ich neu. Warum? Einfach so, weil ich fresh finde. Und dann habe ich ja noch das hier, das kennst du ja schon auf dem Außenarm, ne? Ja. Was sagst du dazu? Diese Unterarm-Ding? Aber du musst aufhören damit, Konrad, bitte. Wieso sagst du? Ich finde, das sieht voll cool aus. Oder nicht? Nein. Boah, das hier ist aber auch sehr fresh geworden, Oma. Sehr cooles Poloshirt. Weißt du, von wem ich das habe? Ja, von... Von Juli, von Dalvik. Aber Oma, perfekt, Oma. Das werde ich so oft anziehen, das ist so genial. Ja, das Ganze auch. Ich hätte das nie getragen, hättest du das nicht kürzer gemacht. Ja, ja. Hätte ich nie getragen sonst. Mhm. Und so direkt viel fresher geworden. Aber die Hose ist ja auch viel zu lang. Sagst du? Ach. Aber ich finde, das muss so ein bisschen, weil das diese... Ach, das ist aber extrem. Ich trage die auch immer so ein bisschen, guck, Oma, ich trage die auch immer so ein bisschen, dass die so runterhängen, weißt du? Weil ich lasse mein Shit sagen. If you ain't sagging, you ain't swagging, checkst du? Fürchterlich. Ja. Manche sagen so, manche so. Ich mach das nicht so. Ja, ja. Manche feiern halt, manche nicht, ne? Und aber ich schon. Ich finde sehr, sehr cool. Mit diesem Gürtel noch dazu. Was sagst du zu dem Gürtel? Ferragamo. Das lasse ich ja gelten. Das Designer-Gürtel. Aber sowas nicht. Ja. Auch die Pantoffeln nicht. Kannst doch nicht mit solchen Winterpantoffeln rumlaufen. Ja, das hat alles so, ist halt alles so ein bisschen der Swag, ne? Ach, nein. Na gut.
Egal, ich probiere mal das nächste an. Jetzt ziehe ich erstmal das Polo-Shirt hier von Opa an. Guck mal, ich habe einfach, das ist von Opa, das ist von Opa, das hier ist von Juli. Ja. Und das hier ist einfach von mir. Das heißt, alles umsonst quasi bekommen, weißt du, leben, oder nicht? Ja, ist doch schön. Ich habe das Gefühl, Oma, du kannst nie missen. Du machst einfach immer alles richtig. Es ist wieder mal perfekt. Guck mal, wie cool auch diese Kette da rausguckt. Ja, wie findest du das? Ja, jetzt ist gut. Ey, ich finde unglaublich. Ja, so von der Länge her? Ja, auch von der Weite. Das ist doch auch so ein Teil, womit du mich auch so rausgehen lassen würdest, oder? Mit ja, so einem das, schönen das, weißen das Polo? Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Ja, oder? Doch, die Hose ist auch in Ordnung. Die muss nur ein bisschen kürzer. Ja. Und dann ist alles gut, Konrad. Und dann noch die Tattoos weg. Dann wäre alles perfekt, oder? Ja, mach nicht noch mehr dazu. Oh, ich hatte eigentlich geplant, noch hier so an dem Arm so hoch zu machen. Konrad, um Gottes Willen. Soll ich nur was sagen? Kriegst du von mir kein Geld mehr. Weißt du, was das ist? Das ist eine Selbstverstümmelung. Nein, Oma. Das ist fresh. Nein, das ist im Moment was fresh. Ja. Nein, Oma. Weißt du, warum meine Tattoos? Guck mal hier. Das ist dein Garten auf mein Tattoo. Ja. Glaubst du, ich werde das irgendwann mal bereuen? Auf gar keinen Fall. Opa wäre traurig. Opa wäre stolz. Nein, der wäre traurig. Nein. Nein, ganz traurig. Ich führe Opas Leben weiter auf meinem Arm. Nee. Na gut. Opa wäre ganz traurig. Dann probiere ich jetzt erstmal das an. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Und weißt du was? Ja. So Leute auf der Straße, vor allem die in meinem Alter, die haben alle solche Kleidung nicht, weil die wissen nicht, wo die das herkriegen sollen. Und die kaufen immer bei so, die kaufen sich die Sachen immer neu und so und denken, die wären fresh. Aber die sind alle nicht so fresh wie ich. Checkst du, Oma? Weil, guck mal, ich trage einfach ein Hemd von Opa und ich komme fresher als 99% aller Menschen draußen. Das ist einfach nur unglaublich. Und das war vorher auch so viel zu lang eigentlich, das Hemd. Und jetzt ist es so perfekte Länge einfach. Oma, du weißt genau, wie du machen musst, ich schwöre. Ja. Du weißt ganz genau, ja, wie die Geschichte... Ja, du hast es ja auch so gesagt, so viel muss ab. Ja, ja. Und es hat sich perfekt bewahrheitet. Was eine schöne Farbe irgendwie auch damit. Ich finde, das ist so bei diesem Hemd, das ist so eine Farbe. Man würde vielleicht gar nicht so, wenn ich das im Store in einem Laden sehen würde, würde ich gar nicht dran denken, dass ich die Farbe so cool finde und alles. Aber ich finde, wenn man die Farbe kann man richtig gut kombinieren mit so anderen Farben, wie zum Beispiel diese grüne Cap und so, weißt du? Mhm. Deswegen ist es voll der coole Allrounder. Rasenmähen meinst du, ne? Ja. Ja, ich guck sofort mal. Ich gehe mal kurz raus. Ey, wow, Leute. Ich muss immer Rasenmähen bei meiner Oma. Und das ist der Rasen, Bruder. Gebt euch wie groß. Warm, Junge. Hier muss ich immer Rasen mähen. Bald, meine Oma fragt gerade, ey, wann kannst du wieder Rasen mähen und so. Gebt euch wie riesig das ist. Ich mache immer ganz Rasen. Ach, und Leute, weißt ihr, was so krass ist? Merkt euch mal das hier. Merkt euch mal diese Aussicht hier bitte, ja? Merkt euch mal diese Aussicht, wie das hier aussieht. Bam. Seht ihr diese Bank? Seht ihr diese Bank? Seht ihr diese drei Personen da? Boom. Und seht ihr diese Bank? Und seht ihr das? Und seht ihr diese Bank? Und seht ihr diese Häuser da hinten? Und seht ihr diese Häuser da? Seht ihr diesen Anblick? Seht ihr diesen Anblick, Leute? Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ich gerade gut drauf filme. Ich hoffe, man sieht alles. Seht ihr diese Bank? Yes, sir. Und seht ihr diese Bank? Boom. Und gebt euch das, mein neues Tattoo. Ewa. Gebt euch wie dunkel und alles das noch ist, weil das muss noch so wie das werden, weil das ist noch ganz frisch. Jetzt habe ich die Folie abgemacht, aber egal. Bam, Junge. Aber ihr checkt, ne? Boom, ich bin immer bei meiner Oma und deswegen ich musste auch diese tätowieren von meiner Oma. Krass. Weil ich trage die halt wie normale Schuhe, weißt du? Ja, mal, du bist bald nicht mehr von dieser Welt. Ja, mein Drip ist outer space, Oma. Hör auf. Mein Drip kommt from outer space und die meisten Leute verstehen halt nicht, weil die sind nicht tapped. Checkst du? Aber mag dich demnächst keiner mehr. Wenn mich mag meisten, keiner mehr? Nee, wenn die meisten das nicht verstehen. Ja. Die Leute sind dann eher so drauf mäßig, ey, kannst du mir beibringen, wie ich auch so cool werde wie du? So sind die Leute dann eher, checkst du? No bad. Gebt euch Leute, hier ist immer die Magic von meiner Oma. Meine Oma ist einfach Magierin, Digga, ich schwöre. Hier macht die immer alles kleiner für mich. Schon seit ich 14 bin oder 13 oder so, macht die mich immer fresh. Seit so alt ich bin, die hat mich immer fresh gemacht, meine Oma. Bei der Hose hier, es gibt nur diese kleine Loch hier. Diese kleine da, warm. Die sie wird das zumachen, weil das, ah ne, dieses hier war das. Warum, sie wird das wieder zumachen, damit wieder Trim kommt. Ich muss erstmal hier die Bag securen. Ey, Cassie, ich werde deine Hose jetzt noch nicht zu meiner Oma geben, diese hier. Weil die ist zu groß, Bruder.
Cassie, er gibt mir so eine Hose von sich, die viel zu weit unten ist. Das will ich jetzt erstmal meiner Oma nicht antun, Bruder, weil die hat schon so viele Sachen gerade für mich gemacht. Und gebt euch, wie breit die ist. Das ist halt so offiziell diese Balenci-Bootleg von Cassie, diese Hose. Und die ist zu riesig. Und aber ich will jetzt, Cassie, ich will jetzt meiner Oma die noch nicht geben, weil das wäre zu viel, sonst sie hat gerade diese vier gemacht. Ich gebe ihr die aber nochmal oder ich bringe die zu einem anderen Schneider, Bruder, eins von beiden. Aber ja, Bruder, ich bin einfach blessed, Bruder. Ich bin einfach blessed, dass ich so eine Oma habe. Dieses Top-Oma kommt eigentlich auch ganz fresh, finde ich. Kann ich das haben? Von hier aus. Okay. Das ist wie ein Unterhemd eigentlich, oder nicht? Ja. Gefällt mir sehr gut und passt mir auch. Ja. Perfekt. Genial, da habe ich ein neues Unterhemd. Beste Leben. Das T-Shirt hier ist auch fresh. Mit V-Kragen sogar, gibt euch. Ey, oh Leute, ich habe jetzt doch noch ganze Rasen von meiner Oma gemäht, Digga, auf fresh, so auf korrekt, ihr wisst Bescheid, gebt euch, wie krass aussieht, gebt euch, wie riesig dieser Rasen ist. Erstmal das hier alles, boom, bis nach da hinten, boom, dann gebt euch boom, 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 baby, gebt euch wie gigantic, baby, ich habe diesen Shit clean gemacht, ich habe diesen motherfucking Shit clean as fuck gemacht, Leute, gebt euch das, bam, bam, maximal clean von mir mal wieder gemacht alles. Welle, Beste, das ist diese eine Hand, wäscht die andere. Ihr checkt, Leute, meine Oma macht vier Sachen kleiner. Ich mach kurz Garten fresh. Wisst Bescheid, Leute, Tag Team, Baby, no bap. Ey, yo, was geht ab, ihr kleinen motherfucking Bitches, Leute? Es ist zweiter Tag, ich zeig euch jetzt Outfits mit den neuen Pickups, die ich habe. Erstes Outfit, ihr seht schon, Snappy Becky kommt aus USA, mein Shit overseas. Rede mir nicht vom Mann sein, wenn du Bart hast, so wie Wies. Das Polo hier, Leute, ihr wisst Bescheid. Und ich habe auch die die Sui Cokes, yeah. Die sind Skateboard-Shoes, die Lamy. Zeigt ihr? Gebt euch ganz fit. Ach, warte, ich habe noch eine wichtige Sache vergessen. Und zwar MCM, ihr wisst Bescheid. So sieht fit aus, unbesiegbare Fit, alles so blau, schwarz, dunkel. Yeah. Ich sag so, Leute, the latest in the city, name a bitch that I can't touch. No bad, though. Checkt ihr? Yo. Ferragamo Belt habe ich noch an. Kleiner Accessoire von Tim Hundfug, ihr wisst Bescheid. Isersky, sehr gechillte Comfort. So laufe ich rum, wenn ich vielleicht so am Chillen bin, wenn ich vielleicht ans Meer gehe oder so. Mit Becky. Isser. Zweite Fit mit diesem V-Kragen. Ich nenne diesen Fit No Tanktop is Crazy, weil ich trage auch noch das neue Tanktop von meiner Oma drunter. Yo, so ist dieser Fit so. Auch sehr gechillte, frische Fit. Aber ich muss euch sagen, ein bisschen langweilig und slow. Neue latest Pickup auch noch dazu gibt durch diese Jacket hier, Baby. Das ist von der ersten Kollektion von Love Scars von Jana X Nelly, kleine Motherfuckers. Habe ich von Jules getauscht, von Juli, von denen ich auch dieses eine Polo da habe. Ich hatte das Outfit letztens in der Stadt an, warte, ich zeige euch kurz. So war ich letztens am Rausgehen in der Stadt, sehr, sehr fresh, braun. You ain't sagging, you ain't swaggin. Junge Slides diesmal. Auf diese Fit, ich habe junge Slides ausgepackt. Gebt euch, Leute, diese. Auch fresh. Letztens, ich war in der Stadt, eine Chair sagt zu mir, ey, du siehst aus wie asozialer Engländer. Und deswegen heißt das Outfit der asoziale Engländer. Aber die Bitches in Münster, Bruder, die sind gar nicht tapped und fresh, Digga. Weißt du, was ich dann am liebsten gemacht hätte? Ich hätte am liebsten diesen hier gemacht, so. Du kleine motherfucking Bitch, ja, wie redest du? Dann hätte ich Tanktop ausgepackt, so. Weil... Der Fit ohne Jacke heißt No Tanktop is Crazy, Leute. Und dann hätte ich dir erstmal ein paar fette Bomben gegeben, dieser kleine motherfucking Ho. Spaß, Leute. Das ist nur Spaß, Leute. Die sehen Skateboard-Shoes, die Lambs. Auf jeden Fall, das war zweite Fit. Ich hoffe, ihr habt gecheckt. Ey, well, Leute, beim nächsten Fit, ich trage UG-Hemd, diese, was ihr kennt. Diese Freshe mit diesen Bändeln drunter. Bruder, ihr wisst nicht, ne? Yuji Yamamoto für die kleinen Motherfuckers, die nicht mehr aus Fashion-Zeit kommen. Checkt diese Tag ab, ja? Seht ihr diese ganz leichten Zahlen da? HK steht da drauf. HK steht für Autumn Winter 2017. Und K ist die Abkürzung für die Kollektion, ihr kleinen Bitches. Weil ihr seid nicht ongeputtet. Weil checkt ihr, wer trägt diese Yamamoto und wer trägt dazu noch diese Purple Flair? Uff, und diese Ferragamo. Leute, letztens ich und Jona, wir gucken Cybertruck Musikvideo von El Snappo. El Snappo trägt Flared Purple Pants. Eine Woche später, Jona kommt mit Flared Purple um die Ecke. Hat aber leider zu kleine Größe gekauft. Und deswegen habe ich die jetzt bekommen, Digga, auf Fresh. Ich zeige euch ganze Outfit, Leute. Gechillteste. Das ist so, Bruder. Checkt ihr? Erwartet. $1000 Shirt von Hanelon Cologne. Boom. Und checkt ihr diese Hangtag? Yeah.
Ey, und gebt euch die Schuhe, die ich trage. Das sind keine ganz normalen Schuhe, das sind die Magella Gads, Motherfucker. Habe ich damals, vor 3 Jahren oder so, 15 Euro Vintage-Laden. Warum trage ich die? Einfach wegen Hemd, so ein bisschen Magella, Yamamoto, Purple, Ferragamo, mal wieder Designer, Head to Toe. Checkt ihr, niemand hat so wie ich, bei Gott. Glaubt ihr, Wiz Heaven, El Snappo, Boss Mandilo oder so, die können Purple mit Yamamoto kombinieren? Nein, niemand kann, außer ich. No cap, Digga. No fucking bad. Das ist so, Bruder. Checkt ihr, wie perfekt dieses Hemd fittet? I'm tired of put the wiggles on. $1,000 shirt, $500 cologne. Checkt ihr, wie trim ich komme? Uff. Und ich rock auch diese Double Tag. Weil wisst ihr, diese Tag hinten passt perfekt mit diese weiße Hemd. Checkt ihr? Und dazu einfach weiße Slim Tee, weil ich bin Dope Boy, deswegen trage ich White Tee. So, checkt ihr, Leute. Ich sag, freshester Fit von euch. Gebt euch. Ich kratze mir gerade nur gechillt am Kopf, aber gebt euch, wie fresh mein Tattoo auch hier rauskommt. Checkt ihr? Wer hat so Yamamoto-Hemd mit so freshem Tattoo? I'm tired of put the bitches on. $1,000 shirt, $500 cologne, you motherfucking bitches. Ey, well, Leute, dann, ich hatte ja noch das Hemd hier von meinem Opa. Ich habe einfach jetzt nur das Hemd getauscht und die Schuhe getauscht in die Magellis. Also wisst ihr, ich switch von den einen Magellas auf die anderen Magellas. Wer kann so wie ich? I don't even know, baby. Ihr kennt die, Bruder, niemand hat. Ich zeig euch fit, aber ich baue noch andere fit um diese Hemd, damit ihr mehr Abwechslung kriegt. Gebt euch. Yeah, I'm tired of put the bitches on. So ist auch sehr fresher, gechillter, sag ich. Gebt euch, so ist fresh. Uff. Leute, ich hab gesagt, dieser Hemd kommt auch sehr trim. Fresher fit. Uff, yes, sirski. Und wir haben wieder diese Purple. Ich liebe diese Tag, weil man kann immer diesen geilen Move machen, wie Boss Mandilo immer mit seinen Chains. Check dich, ich mach Chain und Tag Move. Yes, sir. Aber ja, Leute, ich zeig euch noch kurz andere fit mit dieser Hemd. Auch sehr fresh, wartet ab. Ich trag wieder diese Cap. Weiße Plain Tee, aber passt auf unten jetzt. So. Diese Pants hatte ich auch im letzten Dan the Man Video an und diese Behind the Scenes, ihr habt gesehen. Ich habe aber Ferragamo Belt nicht mit den ganzen Punkten. Dann hier diese Details, ey Leute, ist das Diddy, was ich gerade mache, ihr kleinen Bitches. Okay, ihr seht, ne, und dann ganze Fit wieder mal komplett fresh. Put the Timo, uff. Weil gebt euch, Leute, wie geil diese Farben zusammenpassen. Checkt ihr das? Diese Khaki-Grün, dunkel Khaki mit dieser geile Farbe von Hemd. Mit dieser Cap, oder? So, es sieht einfach nur so gechillt und fresh aus, finde ich. Put the team on. Und da kann man auch wieder MCM Becky Packy draufpacken, weil wir haben hier diese Leder, haben hier diese Leder und haben hier diese Leder. Checkt ihr? Warte, ich zeige euch nochmal. Bam, Leute, wir haben Triple Leather in diese Fit. Checkt ihr? Niemand hat so wie ich. Bei Gott. Sag mir, wenn ihr mir einen Typen nennen könnt, der fresher kommt als ich, Digga, dann Hochachtung, Digga. Weil gebt euch alleine lila, diese Color Blocking hier, Bruder, Triple Leather auf mein Shit, so, checkt ihr? So, Bruder, wer kommt so, bitte? Wer kommt bitte schön so? Die Cap, 5 Euro, Ding, umsonst. Die Hose, 10 Euro oder so. Yume Slides, 5 Euro. Belt getauscht. Das Ding, Aionios, geschenkt bekommen. Außer Rosenkranz 50 Euro und das hier damals 15. Geburtstag. Das heißt, der Fit kostet nix. Okay, außer MCM Becky Packy Quarter Band, so, aber sonst, Leute, der Fit kostet nix. MCM Becky Packy kann man auch einfach weglassen. Das zeigt, ich habe einfach Swag. Ich habe kein Geld, ich habe einfach nur Swag. Leute, letzte Fit mit dem Polo-Shirt. Ich trage gerade nicht mal Snappy Becky. Ich komme einfach so auf gechillt. Man sieht Tattoos, man sieht die Watch. Man sieht auch einen neuen Belt, Leute. Das ist ein Belt, ich habe den für 1 Euro aus dem Vintage-Laden geholt. Letztens in so einem Kaff. Dazu trage ich diese Jeans hier. Warte, ich zeige euch ganz fit. Put the ice on. The ladies in the city. Name a bitch that I can't touch. Leute, diesen Belt hier, 1 Euro. Leute, die Hose habe ich einfach in meinem allerersten Latest Pickups, was ich jemals gemacht habe, vorgestellt. Und ich trage die immer noch. Die hatte ich auch bei 20V1 an, wo ich das erste Mal mitgemacht habe, Leute. Legendenhose. Put the team on. Das ist halt so Lecam fit, wenn du einfach so steppst. Die Leute sehen, okay, er hat maximal Swag, er trägt einfach nur weiße Polo, aber er kommt über Accessoires, über Tattoos, über Belt, über Bustdown Rollie und über Silhouette. Weil, wer, Bruder, so einfach, ich habe Gefühl, alles, was ich anputte, kommt so maximal fresh. Und hier kann man auch, man kann auf jedes Outfit eigentlich MCM Becky Packy anziehen. Wenn ich wollen würde, ich könnte auch noch hier kurz diese grüne Cap dazu anziehen, wäre dann so. Ist auch sehr lokal, so ihr wisst Bescheid, Leute. Yes, sir.
Das halt so diese Mr. Put It On, weißt du? Das halt so, wenn du den Shit einfach on puttest und es einfach too easy für mich ist, so. Wisst ihr, I'm tired of put the bitches on. $1,000 shirt, 500 for cologne, so. Checkt ihr so, bam. Leute, das war's, glaube ich, jetzt mit dem Video. Ich hoffe, hat euch gefallen. Übrigens, ich bin gerade in mein Kinderzimmer hier. Gebt euch, so sieht's hier aus. Voll ranzig, weil ich ja bald umziehen muss, Digga.